Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Aufnahme von Transport Fever in der Staffel 2. Ja, wir haben ja das letzte Mal hier schon in Haldensleben den Bahnhof gebaut, genauso wie hier drüben in Friedberg. Und jetzt möchte ich auch noch hier hinten gleich in Olfen den Bahnhof bauen und die Nahverkehrsanbindung machen. Und hier werde ich den Bahnhof hier drüben hinbauen, da können wir nämlich optimal dann nach Winsbach hoch und dann rüber nach Friedberg. Und weil hier nichts weiter hinkommt, möchte ich ja auch mal einen Kopfbahnhof setzen, wenn wir hier irgendwo den haben. Genau, hier ist der Kopfbahnhof. Muss ich gucken, ob das hier passt von der Terrainanpassung her, genau. 240 Meter ist richtig. Und dann machen wir hier natürlich den zweiten Straßenanschluss. Ach, hier können wir auch noch den Gleistyp auswählen hier drinne. Nehmen wir natürlich erstmal Wooden, also den Holzgleistyp. So, passt das so von der Ausrichtung her bestimmt. Ja, setzen wir ihn so hier hin. Muss ich bei den anderen noch gucken, ob die Unterscheidung auch haben. Beziehungsweise, ob die hier... Ja doch, die hatten die. Nur hier drüben, die hatten das nicht so. So. Dann können wir hier gleich nochmal die... Ah, hier wird ein Haus entfernt, das ist doof. Aber das ist dann halt jetzt so. Ich könnte das hier so ganz nah dran vorbeiführen. Das machen wir dieses Mal auch. Aber auch nur dieses eine Mal. Führen wir den hier etwas näher dran vorbei. Den Straße, genau. Also die Straße führen wir hier etwas näher dran vorbei. Dann geht die hier rüber. Gleiches dann hier. Hier würde ich dann einmal so. Am besten einmal so hier drauf und dann... War das hier schon fast zu weit? So ist das doch schöner. So. Und du führst dann hier mit einer kleinen Straße hier so drauf, oder? Tust du das? Machen wir mal so hier. Oder so. Muss mal gucken, dass ich das irgendwie ein bisschen 90 Grad winklig mache. Das war schon wieder zu weit. Das ist auch nicht so passend. Ja, komm, so geht das doch. Und dann führen wir die hier so dran. Da können wir nämlich hier optimal dann den Busbahnhof hinsetzen. Steigung zu groß, aha. Dann setzen wir den hier drüben hin. Den Busbahnhof und nenne dich gleich nicht Unterolfen, sondern Olfen Busbahnhof. Du bist nur Olfen, genau, so wie sich das gehört. Und hier muss ich jetzt mal gucken, wie ich den Bus lege. Am besten dann hier durch und dann hier irgendwo hinten wenden lassen. Also wird hier die Straße erweitert. Nur hier so ein Stück. Dann wird hier eine Parallelstraße reingebaut. Und hier gibt es wieder unsere tolle Wendeanlage. So, damit der Bus hier auch optimal wenden kann. Dann gibt es hier eine Haltestelle. Hier unten gibt es eine Haltestelle, dass die auch drin sind. Hier für euch gibt es noch eine und dann gibt es hier noch eine. Und dann legen wir jetzt den nächsten Bus, nämlich den Olfen... Olfen Bus. So, du fängst hier an beim Busbahnhof. Und gehst dann einmal hier rum. Und wieder zurück. Genau. Huch, oh, habe ich mich gerade erschrocken. Tippe ich hier eine Industrie an. Genau. Und wir müssen jetzt hier noch in beiden Städten, merke ich gerade, noch ein Fahrzeugdepot bauen. Hier würde ich es mal hier drüben hinsetzen. So an die Ecke. Hier so hin. So. Und wo setze ich es hier drüben hin? Vielleicht auch zur Industrie, aber da passt es nicht. Dann setze ich es einfach hier mit hin. So. Und jetzt heißt es Strecken verbinden. Wir müssen jetzt also hier die Strecken legen. So. Und weil das hier ja nicht so schön eben ist, machen wir das jetzt einfach gerade mal so ein bisschen ebener. So. Dass das hier auch ein bisschen schöner aussieht und nicht so hingeklatscht einfach nur. Kostet zwar ein bisschen was, aber auf die 5000 da kann man schon Wert drauf legen, dass das hier wenigstens einigermaßen ordentlich aussieht.
Und das gleiche machen wir dann auch noch hier oben. Einmal hier so ein bisschen lang fahren, dass das hier ein bisschen ordentlich aussieht. Gleiches hier drüben. Dass das hier eben dazwischen auch ein bisschen ordentlich ist. Und nicht nur so, wie gesagt, nicht nur so hingeklatscht wirkt. Soll ja schließlich alles schick aussehen hier bei uns. So, und dann können wir jetzt hier dieses Gleis einfach hier quasi schon fast geradeaus legen. Also fast geradeaus. So eine leichte Kurve haben wir drin. So. Das Schöne ist, das kostet ja so gut wie gar nichts hier, wenn wir das Gleis legen. So ein bisschen nach oben muss ich schon. Allerdings nicht allzu viel, wenn wir das jetzt anbinden. Na, eins runter ist ein bisschen zu viel des Guten. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Gleiches müssen wir dann nur noch hier drüben machen. Allerdings kann ich ja auch wirklich erstmal weit, weit geradeaus gehen mit dem Gleis. Weil hier wirklich lange, lange nichts im Weg ist. Habe ich das jetzt schief gebaut? Ja, natürlich habe ich das jetzt schief gebaut. So sollte das nicht sein. Passt mal einen Moment mal nicht auf, baut man schon wieder schiefe Sachen hier. Das ist nicht schön. Kostet doch alles Geld, liebe Freunde. So. Da holen wir uns jetzt erstmal das zweite Gleis hierher. Und machen das hier gleich schon mal ein bisschen ordentlich. Dass das hier nicht so hoch ist an der Seite, sondern ein bisschen abgeflachter. Sieht doch dann auch schon viel schöner aus, wenn das hier so seine Ordnung hat. So, und hier wirklich schön parallel zur Straße, die wir bisher haben, geht hier die Strecke. Hier dann nicht mehr, weil sich hier die Straße ein Stück runter geht, aber hier haben wir es dann einigermaßen parallel zu der Strecke. So, bis hierhin lege ich es jetzt noch so. Und hier würde ich es dann wahrscheinlich eher hochlegen. In so einer leichten Kurve. Ja. Na gut, dann ist hier halt so eine Senke drin. Das ist dann auch nicht weiter dramatisch. Wir müssen ja irgendwo dann auch mal so ein paar Abstriche machen. Dann hier noch so eine kurze Strecke durch den Wald. Hier, das ziehe ich erstmal so raus, wie es ist. Bau nicht möglich. Wieso ist hier der Bau nicht möglich? Da muss ich leider mal kurz die Straße abreißen. Das tut mir ganz doll leid für die Straße, aber wenn sie im Weg ist, dann ist sie halt im Weg. Und wenn was im Weg ist, dann muss es weg. Ist ja logisch. So. Das ist natürlich doof hier, dass wir hier noch über so einen Berg müssen. Dann würde ich vielleicht sogar sagen, dass wir das etwas anders lösen, dass wir hier schon ein Stück runtergehen mit dem Gleis. Mal gucken, ob wir das hier so tunneltechnisch verbinden können. Wenn ich jetzt sage, hier so, reicht das immer noch nicht aus. So, und wenn ich jetzt nochmal sage, hier so. Ja genau, wie viel würden wir jetzt hierfür zahlen? 600.000. Ja. Beziehungsweise hier 500.000, das geht aber noch. Ist ja schließlich auch ein Tunnel. So, die Frage ist, was setzen wir hier für einen Tunnel? So einen Röhrentunnel oder so einen? Ich glaube, ich setze mal so einen. Das wäre zeitgenössischer. So, und das Gleis führt dann nämlich hier direkt schon mit hier lang. Ich glaube, ich ziehe das hier so mit lang. Und den zweiten Bahnhof mache ich dann einfach auch dran. Den zweiten Bahnhof, das andere Gleis, dass ich einfach hier dann abgehen. Beziehungsweise hier so. Schwupp. Wo muss ich überhaupt hin hier? Hier muss ich ja dann nach drüben. Genau. Aber ich glaube, ich lasse das wirklich schon hier abgehen. Da bin ich etwas freier in der Handhabung dann. Und da kann ich dann
Das muss man nochmal gucken. Hier geht das Gleis ab. Kann ich hier parallel direkt schon mal so diesen Wechsel setzen. Und ja. Und hier gleich das zweite Gleis dran, dass man hier quasi auch schön zweigleisig auch reinfahren kann. So, das noch ein bisschen schön anpassen hier, dass das hier auch nicht ganz so doof aussieht. Gleiches hier. Mal ein bisschen kleiner, dass wir das hier dazwischen so ein bisschen bearbeiten. So. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich das am besten mit der Straße mache. Dich rüsten wir am besten erstmal auf. Hier komme ich definitiv nicht drüber, aber hier könnte ich doch drüber kommen, oder? Steigung zu groß. Steigung zu groß. Wieso ist denn hier schon die Steigung zu groß? Das verstehe ich nicht, wer weiß. Da müssen wir irgendwie gucken, dass wir hier andersweitig eine Anbindung finden. So, ist doch hier eine schöne... Also das ist doch wirklich dann eine schöne Brücke, die hier entstehen würde. So. Müssen wir mal gucken, dass ich das hier irgendwie hinkriege. Dass wir das hier schön drüber legen. Vielleicht noch ein kleines Tickchen weiter hinten. So. So wird es gehen, so wieder nicht. Aber es ist ja irgendwie so ein bisschen... So hat er in der Mitte keinen, aber außen. Wobei ich das mit der in der Mitte besser finde, muss ich mal so sagen. Wenn er in der Mitte so einen Pfosten hat. Da finde ich das irgendwie, sieht das schöner aus. Ja, so sieht das ja ganz doof aus. Setzen wir dann einfach das Ganze so hin. Machen wir das dann so. Ist schon witzig, wenn eine Brücke so auffällt. So extrem. Vor allen Dingen, wo ist denn hier die Kollision? Und warum? Ich glaube, ich hier drüben höher bin als hier. Das ist, glaube ich, das Problem. So, und jetzt gleichen wir das noch ein bisschen an. Das ist, glaube ich, allgemein das Problem. Ah. Quasi, dass ich hier... Aber ich kriege hier in der Mitte komischerweise keinen Brückenpfeiler gesetzt, warum auch immer. Probieren wir das mal noch ein bisschen weiter abzusenken hier. Mal sehen, ob es jetzt klappt. Irgendwie, ich will, dass die Brücke da dazwischen so geht. Das will ich jetzt irgendwie. Das habe ich mir jetzt in den Kopf gesetzt. Und wir machen das jetzt, glaube ich, einfach so. Das geht auch. So, da haben wir das hier drüber komplett. Das sieht doch auch schick aus. So, muss man das hier noch ein bisschen angleichen und hübsch machen. Anhübschen quasi. So, und mal hier dann noch die Straße verlegen. Damit die dann auch ordentlich lang geht. So, und das Stück können wir jetzt hier mit der Straße machen. Oder? Wo ist denn die mit der Straße? Ist das richtig? Genau. So. Genau, und das binden wir dann gleich noch hier unten an. Dass die Straße quasi hier dann noch so lang geht.
So hier. Und so. Und hier so. Genau. Und dann können wir das nämlich auch. Das hier sieht ja gerade richtig dämlich aus. Was ist denn da passiert? So. Können wir auch schön anbinden. So und so. Und dann gibt es hier noch die Straßenanbindung. Aber das passt. So, aber hier sieht die Textur wieder nicht schön aus. Also, bearbeiten. Dass das auch wieder schön aussieht. Alles zusammen. Soll ja schließlich auch irgendwo ein Bild ergeben. Genau. Dann verteile ich jetzt hier mal noch schon Signale. Heißt, wenn wir hier kommen, müssen wir erstmal noch hier warten. Beim Tunnel, bevor wir losfahren dürfen. Und hier gibt es natürlich noch ein Ausfahrtssignal, bevor wir in den Tunnel reinfahren. Gleich ist dann hier. Dann muss ich erstmal noch hier oben das alles schick machen. Das sieht ja auch noch schlimm aus. So. Genau, also da das Ausfahrtssignal. Gleiches gibt es dann noch hier so ein Ausfahrtssignal aus dem Tunnel heraus. Dann machen wir hier mal unser erstes Blocksignal. Unser zweites kommt dann hier zum Bahnübergang. Oh, und dann gibt es hier ein Ausfahrtssignal und ein Einfahrtssignal. Gleiches auf der anderen Seite. So, dann haben wir hier unser Blocksignal nach dieser kleinen Hügellandschaft. Dann hier noch eins beim Bahnübergang wieder. Dann hier mittendrin noch eins und dann kommt hier ein Signal, schon mal fast ein Bahnhofssignal, könnte man schon sagen. Wobei dann das endgültige Signal, hier muss man jetzt dann erstmal die Weiche reinsetzen. So, wobei ich das glaube ich andersrum mache, weil ich dann hier quer rüber gehe, das mache ich dann nachher noch. Also später, wenn ich dann hier die Gleise gerade gesetzt habe, beziehungsweise kann ich ja jetzt schon mal machen. Gleise gerade setzen und hier muss ich ja dann auf die 3 und 1 muss ich hier definitiv dazwischen setzen. Weil ich muss ja von hier dann hier rüber. So. Allerdings muss ich die hier nochmal wegreißen jetzt. Denn ich brauche hier jetzt so, eins, und das geht dann geradeaus hier. Ach ja, immer diese Straßenprobleme. So, dann machen wir das hier nochmal schön, damit hier auch keine komischen Sachen dazwischen sind. Das war die falsche Taste, die ich drücken wollte. Ich wollte das hier so ein bisschen runtersetzen, dass es hier nicht so ganz viel Terrain umgräbt. So. Also brauchen wir jetzt hier entsprechende Gleisanzahl. Und 2, 3, 4. Du wirst hiermit verbunden. Du hiermit. Du hiermit. Und du ebenfalls hiermit. Und warum? Alles in der Welt sind hier noch so komische Bubbel dazwischen. So, keine Bubbel mehr. Und jetzt kann ich theoretisch einmal ein gesamtes Gleis zumindest hier rüberlegen, auf das Gleis. Da sollte man dann hier nämlich entsprechend diese Dings reinmachen können. Genau, so wollte ich das haben. So ist das schön. Und ja, dann mache ich vielleicht doch den auf die Gleise hier. Mal schauen. So, dann muss ich erstmal gucken, wie ich hier dann die Anbindung wieder mache. So, da kommt's. Ich habe nämlich jetzt schon wieder eine Idee. Da bauen wir hier die Straße wieder noch so ein Stück parallel dazu. Machen hier das erstmal wieder schön. Können das nochmal wegreißen.
Ich sehe schon, das wird finanziell sehr intensiv hier, was ich aktuell mache wieder. Obwohl sogar so eine Straße möglich wäre, mache ich das gar nicht. Ich mache hier eine Brücke hin. So geht's nicht. Allerdings so. Ich will die nicht so hoch bauen, deswegen mache ich die einfach so jetzt. Ein Stück länger. Da haben wir zwei davor, zwei danach. So. Und haben dann hier unsere Straße, die wir anbinden können. Genau. Und dann würde ich allerdings hier noch... Ja, da muss ich dieses Haus dann leider wegreißen, weil ich würde gern hier noch eine Querverbindung einziehen. Und das will ich nicht auf der Steigung machen, das sieht nicht schön aus. Allerdings müssen wir jetzt hier noch unsere Brückenobjekte, also unsere Brückenanfänge hier noch ein bisschen schön machen. So. So, Signaltechnik kommt jetzt nochmal an den Start. Ich hatte gesagt, ich gehe dann auf die beiden Gleise, also doch aufs Äußere. Heißt, wir haben dann hier nochmal das Signal. Und hier gibt es dann parallel das Ausfahrtssignal. Und das ist halt auch wieder so ein bisschen doof. Ach nee, aber das kriege ich geregelt, das kriege ich geregelt. Dann machen wir jetzt heute noch die Linie, ist schon wieder eine überlange Folge. Die geht hier in Haldensleben los. Verläuft hier hin und bis ganz hier hinter und dann wieder zurück. Genau. Und ich würde das nämlich gerne so machen, dass du nach Olfen noch hier über dieses Signal fährst. Könnte nicht verbunden werden. Du kannst doch dann hier runterfahren. Ach so, ja, nicht nach Olfen. Huch, das wollte ich jetzt auch nicht. Nach Friedberg muss es natürlich sein. Nach Olfen, dann wieder Friedberg und jetzt muss er noch hier oben lang fahren. Weil sonst schneidet er sich nämlich hier in dem Punkt, das ist unschön. Und da fährt er dann hier runter, ganz entspannt, so wie es sein soll. Genau, da haben wir alles so wie es sein soll und so wie es passig ist. Und dann kann ich hier gleich nochmal ein Gleis legen, wenn ich schon mal dabei bin. Die hier werden ja gerade ausgelegt, weiterhin. So und so. Und dann würde ich nämlich gerne noch ein Gleis legen. Muss ich mal gucken, ob das möglich ist. Schade, das ist nicht möglich, weil ich dann hier in Konflikt kommen würde. Allerdings kann ich hier direkt danach raus. So rüber. Ist ja auch nur so ein quasi Notfallausweichgleis, dass ich hier im Notfall überall langkomme. Wobei, warte mal, da habe ich eine andere Idee. Dass ich nämlich dann das etwas weiter gefächert mache. Dass man das hier so ein bisschen weiter zieht. So, da dürfte man nämlich hier Doppelgleis machen können. Hier und hier auch noch. Genau. Da komme ich nämlich auch von hier dann komplett einmal hier rüber. Von hier komme ich auf das Gleis, auf das Gleis, auf das Gleis und auf das Äußere. So ist das doch schön. Aber schon mal ein sehr großes, schönes Gleisvorfeld. Genau, und hier muss man dann eben anhalten, wenn hier irgendwas ist. Genau. Das passt soweit. Und auf das Gleis muss man ja sowieso nicht, weil das geht ja hier vorne eh drauf. Supi. Da hätten wir das geschafft. Und dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen. Und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge wieder. Also bleibt mir nur zu sagen, tschüss, schönen Tag noch. Und bis zum nächsten Let's Play. Tüdelü.